Ja, hallo liebe Hike- und Bike-Freunde. Heute sind wir wieder auf dem Bike unterwegs und haben uns eine Route von Hildesheim Richtung Deister bei Hannover ausgesucht. Die Strecke ist ca. 80 Kilometer lang und wir hoffen, dass wir an ein paar schönen Sehenswürdigkeiten vorbeikommen, wie zum Beispiel das Wasserschloss in Rössing, ein Rittergut in Bredenbeck. Und als Highlight haben wir uns dieses Mal einen dänischen Eisladen ausgesucht, wo es original dänisches Eis gibt. Und zwar haben wir letztes Jahr dort Eierlikör-Eis gegessen und das war so lecker, dass wir heute zum Wiederholungstäter werden wollen. Wir hoffen nur, dass der Laden auf hat. Ja, und was uns sonst noch alles so widerfährt auf der Tour, seht ihr, wenn er dran bleibt. Wir durchqueren die 5 Bogenbrücke bei Himmelstür. Zu unserer Rechten halt dort der Osterberg, das ehemalige Militärgelände der Bundeswehr, was jetzt seit einigen Jahren wieder rekultiviert wurde und zu einem Naturschutzpark ausgebaut wurde. Ja, und im Hintergrund ist der Kaliberg, der freundlicherweise im Raum auch der Kilimandscharo von Hildesheim genannt wird. Und wunderbar, so diese alten Alleen mit wenig befahrenem Autoverkehr. Heute ist Sonntag auch noch dazu. Ideale Reisebedingungen für den Drahtesel. Und soweit das Auge reicht, immer wieder diese gelben Meere von Raps, die in voller Blüte sind. Ja, wir sind in Rössing angekommen und schauen mal, ob wir ein wenig von dem Wasserschloss zu Gesicht bekommen. Und hier ist das Wasserschloss in Rössing. Vorne ist sogar ein Biber. Thank you.
Ein gelbes Meer breitet sich vor uns aus. Ja, beim Rittergut in Bredenbeck angekommen, was natürlich auch Privatbesitz ist und daher nicht betreten werden darf, für das nächste Highlight auf unserer Tour. Und hier bei Bredenbeck haben sie eine idyllische Plattform mit allerlei Infotafeln bereitgestellt, was wohl dieser See alles beherbergt. Das Froschkonzert ist im vollen Gang, aber sicherlich abends umso mehr noch. Das sind jetzt nur die Frösche, die ihre Stimme noch etwas kühlen müssen, damit sie heute Abend sicherlich tatkräftig den Damen imponieren können. Die alte Schule von Bremen. So, nach 45 Kilometern auf dem Tacho nähern wir uns Hattensen, wo uns ein leckeres dänisches Softeis erwartet. Und wenn noch ein bisschen Eierlikör drauf sein sollte, dann nehme ich das auch sehr gerne. Die Leine. Hier in Koldingen angekommen sind wir im Naturschutzgebiet Koldinger Seen. Hier gibt es ganz viele Vogelarten zu bewundern. Hier sieht man den Kilimandscharo noch mal von nahem. Den Kaliberg von Gießen. Mittlerweile hat sich das Wetter zugezogen. Und am Horizont sind schon so die ersten Gewitterwolken zu sehen, was sie auch angesagt haben. Aber wir haben es jetzt nicht mehr so weit, 15 Kilometer ungefähr noch. Ja, zur Tour ist zu sagen, war wieder wunderschön, bei herrlichem Wetter im T-Shirt mal wieder auf dem Sattel zu sitzen. Ja, so die Highlights, Schloss, wie heißt es denn, das Wasserschloss in Rössing und in Bredenbeck das Rittergut, war jetzt nun von außen zu bestaunen, aber das Highlight war wirklich das dänische Eis mit Eierlikör, hat uns wieder sehr, sehr gut geschmeckt, da werden wir gerne zum Wiederholungstäter. Ja, mal schauen, was aus diesem ganzen Videoschnipseln rauszuholen ist. Ich habe die Komika-Funkstrecke heute zu Hause vergessen. Das merkte ich aber auch erst dann, als wir schon unterwegs waren,
Und ja, jetzt musste praktisch der Media-Mod herhalten. Und er hat ja bekanntlich nicht so die beste Audio-Eigenschaften, weil man ständig manuell das Mikrofon von vorne nach hinten legen muss, je nachdem, was man aufnimmt. Und wahrscheinlich habe ich wieder die Hälfte davon vergessen, habe vorne reingesprochen und das hintere Mikrofon, beziehungsweise andersrum, war aktiv. Und ich werde es ja dann im Schnitt sehen, ob man mit dem Ganzen hier was anfangen kann. Ihr werdet es ja sehen, ob ich diesen Film überhaupt veröffentliche. Ja, wir bedanken uns für euer Interesse an der Tour und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss und winke, winke im Gedächtnis an Windpedale. Ja, die Wolkenkulisse wird immer bedrohlicher. Wir hoffen, dass wir noch trocken ankommen. Ja, wieder angekommen an der Innerste. Bringt uns diese nach Hause.